Bock zu gucken. Das ziehen wir uns einmal rein, Leute. Gnu hat einmal ein Video genannt. Ich habe 90 Tage lang jeden Tag Sport gemacht. Meine Body Transformation. Ja, gut, Leute. Meine Body Transformation geht in die andere Richtung. Aber wir gucken rein. Ich bin gespannt, was die Gnu da aus sich gemacht hat. Im folgenden Video werdet ihr eventuell Übungen sehen, die ich noch nicht ganz sauber ausgeführt habe, denn ich bin Anfängerin. Aus diesem Grund habe ich mir Profis zugezogen, die mir alle Übungen erklären, wie ich diese sauber... Aber auch cringe, dass man das so dazu sagen muss. Ne? Es gibt bestimmt wieder Leute, die reinschreiben. Nein, Gott, ausführe, um mich nicht zu verletzen. Und dann ging es richtig los. Ich bin mein eigenes Rumgeheule einfach nur leid. Und deswegen gibt es heute eine Ansage an mich selbst. 90 Tage sind 3 Monate, stimmt. Krass. Voll lange, ne? 3 Monate, 90 Tage. Ich will, werde. Vor genau 3 Monaten habe ich eine Ansage an mich selbst hochgeladen, in der ich mich selbst dazu motiviert habe, 3 Monate lang jeden Tag Sport zu machen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das so krass durchziehe. Krass, dass sie auch nicht krank geworden ist oder so. Ich wollte jetzt auch wieder Sport durchziehen. Was passiert? Werd krank nicht. Natürlich werden jetzt einige von euch denken, jeden Tag Sport machen ist ja super ungesund. Aber lasst mich erstmal erzählen, wie ich das Ganze gemacht habe. Zuerst aber kommen wir zu den Gründen, warum ich das Ganze eigentlich angefangen habe. Dieser Grund ist ganz einfach. Ich hatte nämlich zusammen mit Freeletics und Horizon Forbidden West eine tolle Kampagne, in der wir die Maschinen aus dem Game besiegen sollten anhand eines Workouts. Und jetzt wollte Gnu selbst zur Maschine werden. Und da ich neben der Trainerin Vanessa nicht komplett abschmieren wollte, habe ich angefangen zu trainieren. Passend dazu habe ich auch meine 3-Monats-Challenge gestartet und ich habe durchgezogen, Leute. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir jetzt hier zusammen sitzen und ich euch diese Ergebnisse gleich präsentieren. Also für jede Challenge gibt es ja auch 3 Monate. Also was waren eigentlich meine Ziele? Meine Ziele waren tatsächlich erst einmal, meine Rückenschmerzen loszuwerden. Denn wer mich nicht kennt, ich habe 2 Gaming-YouTube-Kanäle und sitze in meinem Job sehr viel. Und außerdem wollte ich einfach stärker werden. Ich wollte mehr Ausdauer bekommen, ich wollte flexibler werden und ich wollte endlich einen Klimmzug schaffen nach meiner schrecklichen Rhabdomyolyse. Falls euch das interessiert, checkt gerne das Video ab, aber nun ja. Außerdem habe ich mir immer schon gewünscht, Liegestütz zu können und zwar ohne meine Knie absetzen zu müssen. Und das Hauptziel ist einfach, dass ich mich besser fühle. Da ich auch immer der Fan bin von ganz oder gar nicht, habe ich auch meine Ernährung dementsprechend angepasst. Bedeutet also, ich habe mich extrem gesund ernährt. Das Ding ist, Leute, Ernährung ist Real Rap das Wichtigste, ne? Man mag es immer kaum glauben, aber wir rechnen uns aus. Wir machen ein kurzes Rechenbeispiel, was ich immer am beeindruckendsten finde. Und zwar, die Woche hat 7 Tage, ne? Wir gehen jetzt davon aus, wir gehen jeden Tag trainieren. Also die Woche hat 7 Tage, wir gehen jede Woche 1 Tag trainieren, ne? Sind 7 Stunden im Fitnessstudio. Ihr seht es nicht hier. Sind also 7 Stunden, wenn wir jetzt wirklich jeden Tag trainieren würden, 7 Stunden im Fitnessstudio. Aber wie viel Zeit verbringt man mit Essen, Ernährung und zu Hause rumsitzen? Rechnen wir uns durch. 24 mal 7 ist gleich 168 Stunden. Minus 7 ist gleich 161 Stunden. Ist man nicht im Fitnessstudio, Leute. Ist man nicht im Fitnessstudio. Und deswegen ist Ernährung so wichtig. Man ist von diesen 161 Stunden... Nee, warte mal. Wir machen das anders. Von den 4 mal 7 ist gleich... Von den 168 Stunden ist man nur 7 Stunden im Fitnessstudio. Überlegt euch das mal. Ne? Krass eigentlich. Was aber nie fehlen darf, Leute, ist der Milchschaum im Kaffee. Also hättet ihr mir den genommen, dann hätte ich die Challenge nicht geschafft. Weil mit einem guten Kaffee startet der Tag. Und bitte, ihr müsst immer die Milch aufschäumen. Prost. Wie ihr seht, ich habe sehr viel Grünzeug zu mir genommen. Ich habe mir einen Zucchini-Schäler bestellt, den ich einfach nur abgöttisch liebe, in den ich tolle Karotten und Zucchinis verwertet habe. Ich habe ab 16 Uhr keine Kohlenhydrate mehr zu mir genommen und ich habe tatsächlich auch immer geschaut, dass ich... wenn ihr abnehmen wollt, Low Carb ist das Krasseste. ...entsprechend passend Eiweiß zu mir nehme. Einige von euch fanden den Brei, den ich mir da zusammengerührt habe, ganz interessant und wollten Rezepte. Die kann ich euch gerne mal in ein extra Video machen. War aber nichts Spannendes. Es war meistens irgendwie Zucchini, es waren Tomaten, gar keinen Bock, das alles zu machen. Es waren 2 Eier, es war veganes Fleisch oder mal auch Hühnchen. Ich habe da einfach alles, was ich an Gemüse finden konnte, reingepackt. Und dementsprechend gebläht war mein Bauch danach auch.
Mein Tagesablauf vor und nach der Challenge war eigentlich gar kein großer Unterschied, außer dass halt der Sport dazu gekommen ist. Ich habe meine Trainingseinheiten aufgeteilt. In beispielsweise Montag habe ich dann Rücken und Schultern gemacht. Dienstag habe ich dann Arme, Push oder Pull gemacht. Mittwoch habe ich beispielsweise dann Beine, Po gemacht. Und am Donnerstag bin ich dann laufen gegangen oder auf den Stairmaster oder habe mich einfach nur gestretched, wenn mein Körper einfach Ruhe braucht. Ich habe mich aber jeden Tag habe ich irgendetwas gemacht. Und Bauch habe ich eigentlich jeden Tag gemacht. Bauch ich mache es einfach gern und habe das dann einfach noch dazugefügt. Oh, ich hasse Bauchtraining. Meistens habe ich die Trainingseinheiten dann früh am Morgen schon absolviert. In den ersten 2 Monaten war es immer 1 Stunde. Im 3. Monat waren es dann sogar schon 2 Stunden, weil ich halt eben auch den Bauch viel mehr beanspruchen musste. Was? Im 3. Monat waren es dann in 2 Monaten war es immer 1 Stunde. Im 3. Monat waren es dann sogar schon 2 Stunden, weil ich halt eben auch den Bauch viel mehr beanspruchen musste mittlerweile mit ein paar Übungen und anschließend halt dann auch noch Ausdauer gemacht habe, um für das finale Ergebnis einfach so ein bisschen gerippter auszusehen. Das ist tatsächlich auch sehr tagesformabhängig. Man muss ja auch ehrlich sagen, Leute, es sind 3 Monate. In 3 Monaten kannst du dich zum Hulk werben. Außer du nimmst irgendwas zu dir, was ich nicht getan habe. Aber ich sag euch so, Sport ist auch das Undankbarste, ne? Doch. Außer Kaffee mit Milchschaum. Dann habe ich angefangen, zum Glück mit vielen, vielen, vielen coolen Trainern und sehr erfahrenen Sportlern zu sprechen. Da war zum Beispiel Vanessa von Freeletics, die mit mir geredet hat, wie sie trainiert. Dann hatten wir Kai Pflaube, der auch extrem viel trainiert und mir seine Routinen erklärt hat. Dann auch der liebe Felix, der auch Kai Pflaube trainiert, der mir zum Beispiel beigebracht hat und mir meine Fehler zum Beispiel gezeigt hat, die ich bei Klimmzügen mache, was für Übungen ich machen muss. Dann hatte ich auch noch ein Training mit zusammen mit Kai und Chris Curtis, der sehr trainiert ist, der mir auch noch viele neue Übungen gezeigt hat, mit denen ich mich auch sehr viel unterhalten habe. Dann noch der liebe Jasko, der auch Rezo und Julian Bam trainiert, da durfte ich dann auch mal mit trainieren. Von dem habe ich auch super viel mitgenommen und gelernt. Und natürlich nicht zu vergessen, mein Partner, der auch schon seit 10 Jahren sehr viel im Fitnessstudio unterwegs ist und mir auch sehr viel Übungen beigebracht hat, der mich hier auf jeden Fall auch sehr, sehr unterstützt hat. Ich glaube, ohne ihn hätte ich mich nie ins Fitnessstudio getraut, denn es ist einfach für mich, Fitnessstudio war nie so meins. Mittlerweile liebe ich es, weil ich mich einfach auskenne und mich sehr wohlfühle in dem, was ich mache. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, nehmt anfangs jemanden mit oder besucht zum Beispiel auch einfach Kurse, wo mehrere Leute sind. Dann fängt man auch irgendwie langsam an. Natürlich habe ich auch Workouts zu Hause gemacht, denn nicht jeden Tag war es möglich, ins Fitnessstudio zu gehen. Oh. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Oh, wobei ich stehen geblieben. Genug gelabert, denn ich weiß, warum ihr alle hier seid. Ihr wollt jetzt diese krasse Transformation vom 1., 2., 3. Monat bis zum Finale mit epischer Musik. Und die kriegt ihr jetzt auch. Let's go. Okay, ich bin gespannt, Leute. I'm a specimen. I'm a baller. Take a deep breath. I'm a shark. You 7 days a week. I'll be up all night. Day and night. Day and night. I'm a specimen. I'm a baller. Take a deep breath. I'm a shark. You 7 days a week. I'll be up all night. Day and night. Day and night. All day and night. All day and night. Oha. All day and night. Oha, hä? Oha, hä? Was ist denn das für ein krasser Unterschied, oder? Krass, oder? Ey, Bro, was in 3 Monaten möglich ist, ne? Crazy, Bro. Krass, krass. Let me be your king, yes I could be your captain. Live a life of dreams and live a life of passion. I'ma lift you up before I throw you out. Cause you can live your life down. I'm a king, I'm a boss. I'ma spend, let it cost. Let me live my life of bliss in the fast lane. I'ma be on top of the world, watch it happen. I'm a best man, I'm a baller. Take a deep breath. Boah, der Unterschied ist krass. 3 Monate. Ja, das war meine Transformation. Ich habe einen Klimmzug geschafft. Ich schaffe es, Liegestütze zu machen. Und ich kann euch eins sagen, nein, ich werde jetzt definitiv nicht mit dem Sport aufhören. Man fühlt sich fit, ich habe keine Schmerzen. Aber ich finde, sie sieht auch viel gesünder aus, ne? Also, wenn man so mal guckt hier, ne? Also viel gesünder. Flexibel sein, ich möchte eine krasse Ausdauer bekommen. Das schafft man alles in den 3 Monaten nicht. Vor allem meine Arbeitstage sind sehr voll. Aber ich bleibe auf jeden Fall dran und schreibt mir gern alles in die Kommentare. Was ihr wissen wollt, dann bekommt ihr das in Form von Videos ausgestrahlt. Und vielleicht kann ich euch ja auch motivieren. Wir werden jetzt auch wieder am Montag auf meinem Twitch-Kanal zusammen Sportstreams machen. Da hoffe ich, dass ich ein paar von euch dann vielleicht motivieren kann, sich auch zu bewegen. Es ist nämlich einfach das Schöne daran, dass man sich wohlfühlt, dass man sich stark fühlt,
und dass man auch einfach, man steht auf und ist fit. Ja, Sport ist schon wichtig, Leute, sag ich ehrlich. Egal, ob man jetzt Sport macht, weil man Muskeln aufbauen will oder allgemein einfach so Sport machen will. Ich sag ehrlich, Sport ist schon wirklich, muss man machen, man bleibt einfach fit. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist very important, very important. Was ich jedem wünsche. Doch, und jetzt geh ich in Sport. Geil. Also krasse, echt, was in 3 Monaten da wieder möglich ist, ne? Das motiviert heftig. Checkt natürlich gerne Jasmin Gnu ab.